Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das wäre wohl die passende Überschrift über unseren Gesetzentwurf und den Antrag, den wir heute in den Deutschen Bundestag einbringen. Vertrauen, das ist nicht nur die Grundlage für eine funktionierende zwischenmenschliche Beziehung. Vertrauen der Bevölkerung ist essentiell für die Arbeit von Nachrichtendiensten. Und dieses Vertrauen wurde in den letzten Jahren massiv beschädigt. Es wurde beschädigt durch das Staatsversagen im NSU-Skandal. Es wurde beschädigt durch die NSA-Abhörskandale, die wir aufgearbeitet haben. Und es wurde beschädigt durch das Verhalten von Nachrichtendiensten im Fall des Berliner Anschlags auf den Weihnachtsmarkt 2016. Das alles zeigt sich in einem Resultat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn 2/3 der Deutschen in einer Umfrage angeben, sie hätten wenig bis gar kein Vertrauen in die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes, dann ist das das Ergebnis der letzten Jahre. Das kann uns nicht kalt lassen, sondern es muss für uns Ansporn sein, dass wir durch mehr Kontrolle wieder mehr Vertrauen der Bevölkerung schaffen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht am 19. Mai ja genauso geurteilt. Es hat uns als Deutscher Bundestag Hausaufgaben ins Stammbuch geschrieben. Es hat uns im Übrigen als Freie Demokraten auch bestätigt in dieser Haltung, dass wir die Zügel bei der Kontrolle der deutschen Nachrichtendienste deutlich anziehen müssen. Ich habe es erfreut zur Kenntnis genommen, dass Vertreterinnen und Vertreter der Großen Koalition sich nach dem Urteil entsprechend geäußert haben. So hat die SPD-Parteivorsitzende Frau Saskia Esken im Handelsblatt gefordert, Zitat, eine intensive, unabhängige parlamentarische Kontrolle der geheimdienstlichen Praxis, über deren konkrete Ausgestaltung wir mit möglichst allen demokratischen Parteien im Bundestag eine Einigung herbeiführen sollten. Zitat Ende. Und der Kollege Sensburg, ich weiß nicht, ob er noch anwesend ist, hat im gleichen Artikel von der CDU-CSU, ah, da sitzt er ja, sehr gut, Herr Sensburg, Sie haben gefordert, Zitat, ich kann die Forderung nach einem Nachrichtendienstbeauftragten nur unterstützen, Zitat Ende. Und genau deshalb legen wir Ihnen als Service-Opposition heute einen Gesetzentwurf zur Einführung eines parlamentarischen Nachrichtendienstbeauftragten vor. Und dieser Gesetzentwurf vollzieht nicht nur die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, er hat drei entscheidende Vorteile. Vorteil Nummer eins: Dieser Nachrichtendienstbeauftragte wird nicht vom PKGR gewählt, sondern von uns als Parlament mit 2/3-Mehrheit. Er ist dem ganzen Parlament verantwortlich, und zum ersten Mal in der Geschichte erfahrt nicht nur ein Kreis von 9 Abgeordneten, sondern das Parlament als Ganzes, was diese Nachrichtendienste eigentlich in ihrer täglichen Arbeit tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Punkt 2. Wir schaffen ein echtes Frühwarnsystem in der parlamentarischen Kontrolle. Was erleben wir denn gerade bei dem KSK-Skandal? Wir erleben, dass das PKGR erst dann einschreiten kann, wenn die Hütte schon brennt. Erst dann wird der ständige Bevollmächtigte aktiv. Es entsteht momentan keine präventive Kontrolle. Und deswegen ist es eben wichtig, dass ein Nachrichtendienstbeauftragter proaktiv in die Dienste gehen kann, sich alle Verfahren anschauen kann und bei den wesentlichen Gremien entsprechend beteiligt ist. Und drittens, er ist eine Ombudsperson. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachrichtendienste, die Missstände feststellen, können sich vertraulich an ihn wenden. Und es muss nicht immer erst alles in der Presse breitgetreten werden, sondern wir können als Parlament proaktiv eingreifen, wenn Missstände entstehen. Was haben wir in den letzten Jahren erlebt bei der Nachrichtendienstkontrolle? Polarisierung auf der einen Seite durch die Unionsfraktion, die ja fast im blinden Vertrauen agiert, wenn es um Nachrichtendienstkontrolle geht und jedes Kontrollverhalten anstößig ist, und links außen eine Generalkritik, die nichts anderes zum Ziel hat als die Abschaffung der Nachrichtendienste. Wir als Freie Demokraten sagen, Teil einer wehrhaften Demokratie sind funktionierende Nachrichtendienste, aber genauso Teil ist auch eine funktionierende parlamentarische Kontrolle. Wir haben Ihnen einen Gesetzentwurf und Antrag vorgelegt. Sie müssen einfach nur noch zustimmen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Benjamin Strasser. Hier ist ja was los heute, echt. Gut, dann geht's weiter. Nächster Redner, Thorsten Frey für die CDU-CSU-Fraktion.